Mein Name ist Uli Nöten und ich spiele den Professor Dr. Sauerbruch. Professor Dr. Sauerbruch, der die Charité zu diesem Zeitpunkt leitet, als weltberühmter, sehr, sehr erfolgreicher Chirurg. Das ist eine Figur, die hat sehr viele Seiten. Und das war eine Herausforderung. Der Anno hat zu mir gesagt, er dreht den Film nicht, wenn ich es nicht mache. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann will ich mich dem nicht verweigern. Aber es war schon hart. Dieser Mann wird geschildert als sehr charismatisch, unglaublich kompetent auf seinem Gebiet, eine wissenschaftliche Koryphäe, aber auch ein großer Praktiker. Kein angenehmer Chef. Leute haben teilweise auch Angst vor ihm gehabt, aber er hatte auch ein großes Herz und hat konnte sich auch entschuldigen. Aber das dürfte schon ein bisschen ruppig zugegangen sein unter seiner Ägide. Und dann gibt es natürlich noch den ganzen zeitgeschichtlichen Aspekt. So ein Arzt, so eine Koryphäe, ein Aushängeschild des Nationalsozialismus, Staatsrat, auch in verantwortlicher Position. Also ich glaube, man kann noch mal jetzt über Sauerbruch, man muss es ja noch mal klar sagen, er war kein Nazi. Er war bestimmt ein Deutschnationaler, der 33 auch die Machtübernahme begrüßt hat. Einfach als Erweckungsbewegung für dieses runtergekommene Deutschland, Versailler Vertrag und so. Aber er war kein Nazi, das war kein Mensch, der ausgegrenzt hat. Sondern das war ein Mensch, der wirklich seinen Beruf ernst genommen hat und den Menschen helfen wollte. Also es gibt dokumentarisches Material, es gibt so Filme, wo er einen Vortrag hält oder sitzt auch mal am Schreibtisch und sinniert so über die Welt. Und es gibt auch Filmaufnahmen, wo man ihn bei der Arbeit, also beim Operieren sieht. Und alles, was sich da einem mitteilt, ist eben, dass das ein sehr lebenslustiger, der wirkt sehr, sehr freundlich, sehr von sich eingenommen, sehr, sehr überzeugt, sehr selbstsicher. Und wie man bei diesen Aufnahmen von den Operationen sehen kann, auch handwerklich unglaublich flink. Ich habe mit einem Chirurgen gesprochen, der hat gesagt, das ist atemberaubend, das ist einfach unglaublich. Für mich war das auch ein Wagnis und es ist auch eine Mutfrage, sowas zu spielen. Und ich weiß halt nicht, ob es aufgeht, aber ich bin ganz zuversichtlich. Ich fand es sehr, sehr anstrengende Dreharbeiten. Also ich meine, allein schon diese Operationsszenen oder Szenen, wo über medizinische Sachverhalte gesprochen wird. Für andere Kollegen mag das ganz einfach sehen, in einer Krankenhausserie wird die ganze Zeit wahrscheinlich über sowas gesprochen. Das war für mich immer schwer, weil es dauert eine Zeit lang, bis ich verstanden habe, wovon der Mann da eigentlich spricht. Und das nicht nur auszusprechen, sondern dann auch das zu meinen, was man da sagt und eine Vorstellung davon zu haben. Oder die Vorstellung so verinnerlicht zu haben, dass auch es ganz selbstverständlich ist, darüber zu sprechen. Das war anstrengend, weil man wusste auch diese Operationsszenen, wir haben nicht viel Zeit und das muss vorangehen.